Okay, ist ein Stück, das ihr vielleicht von unserem letzten Album kennt, trägt den Titel Traveler in Time. Die Melodie ist ganz einfach, ich sing vor, ihr solltet nachsingen, wenn es geht. Das können wir ein paar mehr. Okay, und jetzt hört ihr gar nicht mehr auf am besten. Singt einfach weiter. Jetzt habe ich zwei Jungs hier gegriffen, und zwar sind das der Hansi und der André von Blind Guardian. Hallo, hallo. Bei euch hat sich ziemlich viel getan in letzter Zeit, also so plattenfirmentechnisch. Können wir da mal eine kurze Zusammenfassung haben? Also letztes Jahr ist unsere Plattenfirma pleite gegangen und daraufhin, da wäre No Remorse Records unter der Leitung von Charlie Rönne. Und daraufhin haben wir uns dann mit einigen anderen Plattenfirmen unterhalten und haben uns letztendlich für Virgin entschieden. Und da sind wir nun, ja. Und wie fühlt ihr euch da? Ja, bis jetzt wohl, aber wir haben auch noch keine Aktionen mit denen gemacht. Wir wollen die nächste LP erst wieder im November aufnehmen und werden dann sehen, ob die Firma die richtige Wahl war für uns. Wie seid ihr jetzt auf dieses Festival gekommen? Habt ihr da alleine Anstrengungen unternommen oder geht das auf Virgin-Konto? Nee, das geht eher auf das Konto unserer letzten Tour, die recht erfolgreich war in Deutschland. Also wir hatten im Februar mit Iced Earth durch die deutschen Clubs eine kleine Tour gemacht und hatten da im Schnitt so 500 Leute. Und das ist in der heutigen Zeit eigentlich schon recht beeindruckend. Und naja, dann haben uns die Leute vom Rock Hard eben angesprochen, ob wir keine Lust hätten, und logischerweise hatten wir Lust. Ha. Man sagt euch ab und zu nach, dass ihr so ein bisschen Halloween-mäßig seid. Wie steht ihr denn dazu? Nein, das stimmt nicht. Wir klingen nicht wie Halloween. Nee, wir sind am Anfang bei der ersten LP mit Halloween verglichen worden, 1987. Und ja, und da war es dann vielleicht so, dass wir uns schon an Halloween irgendwo orientiert haben, weil der Stil, so melodiöser Speed Metal, den gab es ja nicht von vielen Gruppen.
Aber mit der Follow the Blind haben wir uns schon abgehoben und haben eigentlich schon eine ganz andere Musik gemacht, also viel härter. Und da waren eher so Trash-Einflüsse mehr drin. Und mit der Tales haben wir, glaube ich, unseren Stil gefunden. So richtig. Also das ist genau die Musik, die wir machen wollen. Und die Platte ist schon ziemlich eigenständig, würde ich sagen. Aber bestimmte Berührungspunkte gibt es doch da mit Halloween trotzdem. Halloween machen. Ganz indirekt. Machen für mich irgendwo poppige Musik, so würde ich mal sagen. Und nein, ich meine hintergrundmäßig. Hintergrundmäßig, so jetzt so imagemäßig mit oder wie? Ach, mit Kai Hansen. Ja. Ach! Hallo Kai! Ja, ne, ist klar, das ist natürlich ein sehr guter Freund von uns und mit dem haben wir eben immer gerne irgendwelche Späße auf unseren Platten gemacht. Und naja, aber das war mehr des Spaßes wegen. Jörg, du hast schon angedroht.